Nabend ihr Dinger, wir spielen weiter Borderlands und ihr seid live mit der Isaac. Was machst du da oben? Okay. Komm, Missionen. Wir haben was zu tun, ich will geile Sprüche hören. Arsch mit Ohren, Arsch mit Ohren, pass auf, wo du hintrittst. Warum? Das ist die Mission, Leute, die machen wir noch nicht. Okay. Hol doch mal die andere ab. Das ist doch das Computerproblem. Ne, erst gehen wir zu der Quest da vorne. Die ist bestimmt viel cooler. Hier links! Okay, mach mal das die. Ich hab eigene Willen, lass mich. Lol. Jetzt noch ein bisschen langsamer. Die sind wie du, nur schlauer. Sieht so aus, als würden die zwei Claptraps den Betrieb. Guck mal aus der Scheibe raus. Finde raus, was sie da treiben. Ne, da hinter dir die Scheibe. Ihr sollt auch Waffen für uns bauen. Warum? Ich würde dir gerne eine neue Waffe bauen. Aber mein Kollege will, können uns nicht einigen, welche Waffe wir haben. Ich habe eine Laserwaffe mit meiner unendlichen Weisheit gestreichelt. Und sie so zur Sinnlichen Perfektion gebracht. Laserwaffe. Besorg dir einen Rückstellbolzen. Rückstellbolzen, okay. Hast du Spaß? Wenn du Hilfe brauchst, sagst du es, ne? Ich bleib drin. Man kann hier gut zuschauen, von der Scheibe aus nämlich. Nicht alle auf einmal! Mann! Früher Claptraps mit allen möglichen Persönlichkeiten hergestellt. Bösartige, nervige, freche, nervige. Die beiden habe ich mit den Voreinstellungen friedlicher Krieger und sexy Größenwahnsinniger gebaut. Ich dachte, wenn die zusammenarbeiten, kommt bestimmt was total Irres dabei raus, aber das war wohl nichts. Wow. Hör auf, diese Geräusche zu machen. Hier war ich vorhin schon mal. Nein. Dieser Ruhigstellbolzen. Hey! Einen der beiden Claptraps im Waffenlabor deaktivieren. Geh hin und stell einfach den Claptrap kalt, dessen Waffe dich am wenigsten interessiert. Stell den rechten kalt, der linke hat Schneebälle. Ah, fast schon wieder! Mann, das ist so ein Satansgang! Wenn ich hier gerade reinkomme, ich denke immer, ich kann hier drüber springen. Kannst du noch. Ja, ach nee, echt. You don't say! Wer ballert denn hier schon wieder? Das sind alles so hässliche Krampen. So. Krebs? Wir wollten es neu erschaffen. Zu mächtig. Du musst es aufhalten. Geh zu Labor. 19. Oh ja, gefällt dir das? Ist von Pandora, nachdem... das ist geheim. Aber ja, ziemlich toll. Okay, Boah, das hätte mich fast gekillt jetzt. Bleib doch mal stehen jetzt. Okay. Nicht du. Okay. Labor 19. Pass auf, hier ist ein Loch. Ja? Labor 19. Du kannst hier runterfallen, pass auf. Drama Queen. Labor 19 hegt ein schreckliches Geheimnis. Ein geklontes Monstrum, das ich erschaffen habe. Hab's
Sei vorsichtig damit, diese Rückstellbolzen sind ziemlich wertvoll. Alles, was einem Clap-Crap das Maul stopfen kann, ist sehr gefragt. Wow. Hab's gedrückt, irgendwann. Was zum Geier ist hinter dem Vorhang? Ist kein Vorhang. Wow. Dieses Labor? Kammerjäger, die Hyperion Corporation haftet nicht für etwaige von euch entfesselte Monstren. Bringt unsere Raumstation nicht in Gefahr. Na, die Typen können uns. Mach das Ding auf. Bitte Legitimationscode eingeben. Mach doch. Legitimationscode ist andernorts auf der Forschungsebene zu finden. Achtung, Legitimationscode ändert sich regelmäßig. Finden Sie den Code, kehren Sie rasch hierher zurück und geben Sie ihn ein. Okay, bleib du da, ich hol den. Weißt du, dass ich Sicherheit hasse? Okay, hier komme ich anscheinend nicht durch. Dann muss ich hier rum. Wo was ist denn der Code? Hä? Legitimationscode ist abgelaufen. Ach, von hier aus muss ich ran. Als ob ich durch das Stalkerfeld wieder durch muss. Glaube ich. Bin mir noch nicht ganz sicher, aber hier ist friedlich. Ja, ja, du kannst ja rechts rein. Habt ihr hier mal so einen Code irgendwo? Ja, nein, vielleicht? Im Viert sein. Ah! 3, 7, 5, 6. Warte, 3... 7, 5... Schnell, die Zeit läuft ab. 5, 6. 3, 7, 5, 6. Alter. 3, 7, 5, 6. Du hast noch zwei Striche. 5, 6. Ich bin ein Genie. Ich habe dieses Ungetüm. Scheiß Clap-Claps, ey. Wie lange die brauchen für sowas? Ich hab ne Kackwaffe für sowas. Terrorisiert hat. Des Zerstörers. Scheiße. Ich bin nicht sehr gut in Mathe. Eventuell hätten wir es doch zusammen machen sollen. Halte durch, ich bin auf dem Weg. Ich will, dass du siehst, das ist komisch. Dann versteck dich. Tu ich gerade. Versteck dich noch besser. Ich kann dich noch riechen. Besser geht nicht, als ich mich gerade verstecke. Da ist ein roter Punkt auf der Karte, ist das ein Gegner? Ja. Ja. Scheint ja chillig bei dir zu sein. Oh, guck mal, ich kaufe noch schnell Munition. Jo, hab mich versteckt. Ich bin vieles Geld. Kommst du jetzt? Ja, ich brauchte noch Raketen. Ich weiß nicht, wie groß das Ding ist. Kann ja sein, dass deine Mutti da rauskommt. Hallo. Na? Nicht dein Ernst! Das da. Ah! Was ist das? Ich weiß es nicht. Warte, ich mach's gerade tot. Moment. Das Ding hätte echt nützlich sein können, wenn es nicht bloß so groß gewesen wäre wie ein scheiß Fingerhut. Egal, komm zurück, wenn du soweit bist. Hey, du solltest dich von diesem Makaranga dafür bezahlen lassen, dass du seine dämliche Sauerei beseitigt hast. Oh, ich hasse diesen Nacker-Dingsbums so sehr. Du bist nicht tot? Freut mich. Freut mich sehr. Jack mag dich mehr als mich. Das ist toll. Hier arbeiten so kranke Gestalten. Hier, die müssen wir noch machen. Oh, klasse. Ist das nicht mal eher vielleicht, hä? Ja, du läufst ja einfach weg vielleicht, hä? Ja, was läufst du hinterher? Was läufst du weg? Du läufst mir mal hinterher, du bist so ein richtiger Nachläufer, weißt du das? Du bist ein Nachläufer, ey. Ja, wenn ich dich sehe, läuft's nach. Alter, Alter, mach den rechten kaputt. Verpass einem von beiden den Ruhigstellbolzen, dann ist er für eine Weile abgeschaltet. Der rechte. Mach den kaputt. Meine Schneeballgranate hat so viel Potenzial. Vernichtet nicht gegen ihn und mein perfekter Laser ist dein. Was fällt dir ein, du Kuchen? Meine Omnipotenz? Bedauerlich und doch notwendig. Ich habe deine Schneeballgranate. Sie ist ein Riesenspaß. Tja, ein Claptrap weniger auf der Welt, was? Gib mir Granati. Granatenschaden. Spaß für die ganze Familie. Will ich sofort ausrüsten.
Ich habe noch die Skins freigeschaltet hier. Wow. Wo ist denn das der ist jetzt? Ja, eine super, das ist ja eine super Granate. Ich wusste, es war die richtige Entscheidung. So, schnell reisen, es ist doch nur wirklich nicht so schwer. Als Mund. Ehrlich jetzt. Als Mund. Falsch. Ah! Als ob der mich überholt hat. Der kleine Schlawiner. Kugel. Ich hab das Zeug und das Talent. Also, los geht's. Hey. Ich wollte noch einen Tiki haben. Hyperione. Hyperione. Oh, warte, warte. Oh, lol, guck dir mal das Auge an. Von der Seite kann man es mal sehen. Oh. Boah. Das ist riesig. Ich glaube, solche Augen haben diese cool. Yep. Oh. Ich will die Granate ausprobieren. Okay, die one hit it. Naja, die macht ja auch 2000 irgendwas Schaden. Die ist wie so ein fucking Raketenwerfer. Ja, toll, da war eine Scheibe. Das ist nicht mein Gegner. Was? Och Mann, ich bin doppelt unnütz. Och Mann! Warum laufe ich dir überhaupt nach? Warum läufst du mir? Warum laufe ich dir nach? Warum das läuft irgendwem nach? Wir müssen wir lang, lauf mir nach. hi. Au, Arschloch. Wegen dir bin ich fett eingefroren. Ja, ja, mach die Tür zu, ist richtig. Wo bin ich? Ich wurde durch die Gegend teleportet. Meine Schuld. Selber schuld. Was schuld? Ah, der schon wieder. Ja, wir haben nur noch eine Quest. Leg los. Wo ist der Unterschied? Begib dich in die Tunnel zu den Adern von Helios. Okay. Adern sind immer geil. Erstmal schön Heroin reinmachen. Heroin am Steuer ist erlaubt, solange du dabei angestellt bist. Ahaha. Warum springen wir die ganze Zeit? Weil es schneller ist. Warum sind wir so ungeduldig? Weil Zeit ist Geld. Sehen alle Menschen innen so aus? Willkommen in den Zugangstunnels. Ich musste sie vor einer Weile schließen wegen so einer Virusinfektion. Dir sollte aber nichts passieren. Nur bitte nicht, einatmen. Okay, dein Problem. Arsch, noch. Tunnels hätten ein Hochgeschwindigkeits-Shuttle-System beherbergen sollen, aber der Bau wurde eingestellt. Trotzdem führen sie direkt zum Auge der Helios. Wird nicht ganz leicht, aber du schaffst das schon. Natürlich. Ich schaff das. Hat er gesagt. Banes of Helios. Genau das. So. Verlasse die Luftschleuse. Arbeite dich durch die Adern von Helios. Dieser Sektor der Station wurde vor einigen Monaten mit irgendwas infiziert. Er wurde vom Rest der Helios abgeriegelt. Die Arbeiter sind womöglich ein wenig kannibalistisch geworden. Du sollst vielleicht nur nicht atmen, okay? Raketenwerfer. Oh oh. Schneeballschlacht. Ich treffe mit meinen Granaten einfach nicht. Ich sehe, du hast die Infizierten getroffen. Die anderen Arbeiter nennen sie Pestbeulen. Egal, fiese Kerle fressen gerne Menschen. Bleib auf Abstand. Okay. Oh lol. Ich bin auf Abstand. Lost Legion kämpft gegen ein paar Pestbeulen. Gut. Bleib aus der Schusslinie. Ich bin so viel höher als du. Ah!
Also, wenn ich hier runterspringe, hilfst du mir da? Brauchst du dich? Keiner braucht deine Hilfe. Ich brauch selber Hilfe. Kümmer dich allein, du wolltest mir auch nicht helfen. So. Oh, hier dürfen wir nicht durch, hier steht Warnung dran. Erstmal nachladen. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Vogeln. Isaac? Hilfst du mir? Wie komm ich da rein? Jetzt. Danke. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal schnell. Willkommen im Wartungsbereich. Er ist noch nicht fertig. Der Zentralkomplex wird von den Dahltruppen gehalten. Ist aber der einzige Weg zum Auge. Ich markiere ja, danke! Ich wollte springen, du Penner. Ich schalte ein paar Arbeiterbots an, die dir helfen. Was ist das für ein Knopf? Folge einfach den Arbeiterbots. Sie führen dich aus dem Rumpf. Das hätte euch so gepasst. Was passiert, wenn ich hier drauf gehe? Da! Aber. Komm bitte wieder zurück. Schnee. Nicht gut, nicht gut. Ach so, ich glaube, ich soll. Wo? Ich weiß nicht. Komm, ich komme einfach zu dir. Jack wurde die Steuerung der Arbeiterbots entzogen. Sarpedon! So blöd der Name ist, so lustig ist es, ihn zu brüllen. Jedenfalls bist du anscheinend auf dich selbst gestellt. Ich schlage vor, du kämpfst dich durch den Rumpf vor. Aha! Ich komme! Immer in den Nahkampf gehen, besten Dank. Dankeschön. Oh, was ist das denn cooles? Ich will da rein. Der Mond muss fallen. Was passiert, wenn ich in diese Röhre reinspringen würde? Ich probier's einfach mal. Hilfe! Also ich bin jetzt so weit unten, ich glaube tiefer geht's nicht mehr. Gut, dass es auch mal erkannt ist. Wo? Da. Ah, schieß doch nicht auf mich. Wo ist denn der Isaac eigentlich? Kann ich den von hier sehen? Ah, guck mal, der ist da ganz hinten. Mach dich verdammt nochmal nützlich. Nein, ich verabschiede mich nicht von meinem Arsch. Nicht? Okay, wo immer ich hier bin, es ist lustig. Eventuell muss ich hier sogar sein. Das sieht sogar fast so aus, als müsste ich hier sein. Keine Ahnung, ich benutze nur das Sprungbrett, was hier ist. Ich glaube, damit kommst du zu mir rüber. Yep. Oder auch nicht. Sugar. Ich höre, du willst den Laser abschalten. Hallo Moxie, das ist der Plan. Diesmal ist wieder unten gehauen. Oh, du stirbst gar nicht, wenn du runterfällst. Es wird nicht klappen. Ein Laser dieser Größe mit so viel Energie? Sarpedon hat ihn garantiert so manipuliert, dass die ganze Station hochgeht, wenn du versuchst, ihn zu deaktivieren. Sie... Ja, hundertprozentig. Verdammt, warum habe ich das nicht kommen sehen? Zum Glück hast du ja ein Technikgenie an deiner Seite, Sugar. Ich helfe dir, den Laser abzuschalten. Kein Wenn, kein Aber, keine Explosion. Danke, Mox. Ich weiß das zu schätzen. Ich schicke dir gleich die Pläne. Okay, ich habe einen Plan. Roland und Lilith, geht zum Reaktor der Station. Jack, dich und deine Kammerjäger brauche ich beim Auge der Helios selbst. Sobald alle am Ziel sind, sollten wir den Laser abschalten und den Mond retten können. Du bist so heiß. Ich weiß. Bin weitergekommen. Oh oh.
Als ob der einen Helm hatte! Ich kann den nicht... Wie der einfach keinen kritischen Trefferschaden kriegt, wenn man den auf den Kopf ballert. Die haben Helme. Na, der eine hat aber keinen mehr. Den habe ich weggeschossen. Was machst du eigentlich schon wieder hier? Soll ich wieder gehen? Den eigenen. Ja, hau ab. Keiner will dich. Ich dachte lieber, wo es lang geht. Ich bin zu blöd. Ich würde sagen, hier. Ah! Badass Beule, Badass Beule. Badass Beule. Mit dir. Ah. Kollege. Ich hab was für dich. Badass Beule ist ja ekelhaft. Badass Beule, bleib mal bitte stehen. Du schaffst das. Du bist hässlich. Danke. Also irgendwie ist hier gerade ein bisschen viel los. Meine Schuld ist das nicht, du hast die eingeladen. Ich würde die niemals einladen. Oh ja. Als ob das unten ist. Oh ja. Dieser Tunnel führt zum Laser. Geh weiter. Okay. Kämpf dich durch die Abwehr der Legion. Du bist verlassen. LOL! Oh! Isaac! Ich will beenden! So, alles okay? Bist du verletzt? Ja, nein, ich weiß noch nicht. Wir müssen an das Laser ankommen. Okay, wie wär's damit? Wenn wir in den Plasmaleitungen eine Kettenreaktion auslösen, wird ein Loch in die Station gesprengt, durch das du zum Laser klettern kannst. Dazu musst du die Plasmaregler ausschalten. Finde und zerstöre sie. Moment, Moment, Moment! Hör ich recht? Ein Loch in die Station sprengen? Sind Sie völlig... Ja, klingt ziemlich verantwortungslos, was? Sie sollten mich wohl feuern. Oh, Moment! Jetzt aber. Aber hallo. Bis zum nächsten Mal. Tschüsschen. Tschüss.